Kennst du diesen Spruch? Auf Glückwunschkarten, zum Beispiel zum Geburtstag. PS, bleib so, wie du bist. Was heißt das genau? Bleib so, wie du bist. Bleib so und veränder dich nicht. Ich bin kein Stein, der sich nicht verändert. Ich werde mich verändern. Bleib so, wie du bist, heißt häufig, ich habe Angst, dass du dich veränderst. Bleib bitte so, wie du bist, damit wir weiterhin befreundet bleiben. Das klingt jetzt witzig, aber es ist die Wahrheit. Aber Tatsache ist, bleib so, wie du bist. Ja, bleib so toll, wie du bist, aber werde vielleicht noch besser. Veränder dich vielleicht zum Positiven und vielleicht verändert sich dein Gegenüber, was dir diesen Leitspruch eben aufgeschrieben hat, auch zum Besseren. Und dann seid ihr beide in einer Entwicklung und könnt euch in eine positive Richtung verändern und in 5 Jahren schreibt ihr euch, bleib so, wie du bist und seid aber an einem ganz anderen Level. Bleib so, wie du bist heißt nicht, akzeptiere alle negativen Dinge im Leben, die dir nicht gefallen. Dein Körpergewicht, mit dem du vielleicht unzufrieden bist, deine Körperform und so weiter. Das heißt das alles nicht. Das müssen wir mal klarstellen. Es heißt einfach, bleib in deinem Kern so, wie ich dich schätze. Gleichzeitig ist es eine kleine Angst, dass du dich veränderst und dass man dann vielleicht nicht mehr befreundet ist.